So, meine Freunde, ja, einen wunderschönen guten Tag. Hier ist wieder euer Benni von Benetraining und ich grüße euch zu einem weiteren meiner Videos. Ja, heute mit dem Thema Gleichgewicht und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange und legen los. Hier wird eine neue Serie, das heißt, wir machen immer drei verschiedene Gleichgewichtsübungen und heute fangen wir relativ einfach an. Sollte für jeden möglich sein, wir starten mit Übung Nummer 1. So, wir stehen auf dem linken Bein, ich mache das Ganze erstmal vor. Das rechte Bein ist direkt daneben und wir versuchen das Ganze ungefähr, und schon komme ich ins Wanken, ungefähr 10 Sekunden zu halten. Ist eben auch immer, je nachdem, wie in welche Richtung euer Kopf schaut, umso einfacher oder umso schwieriger wird eben die Übung. So, und in dem Moment, als ich jetzt eben auf meine Uhr geschaut habe, habe ich im Prinzip meinen Kopf leicht gedreht und schon wurde es etwas schwieriger, eben das Gleichgewicht da zu halten. So, ihr habt es gesehen, wir haben uns jetzt ungefähr 10 bis 20 Sekunden unser Gleichgewicht auf dem rechten und dann auf dem linken Bein gehalten. So, Übung Nummer 2. Ja, wir gehen wieder auf das linke Bein und diesmal schauen wir ganz langsam einmal nach links und einmal nach rechts. Na, und da sieht man vielleicht ganz schön, mein Fuß unten muss die ganze Zeit arbeiten, dass er schön das Gleichgewicht halten kann. Wenn ihr merkt, ihr kommt ein bisschen aus dem Gleichgewicht, könnt ihr das Ganze auch mit den Armen ausgleichen. So, das Ganze machen wir ungefähr 10 Sekunden. Wir wechseln das Bein und wir machen das Ganze mit rechts. Auch wieder ungefähr 10 bis 20 Sekunden. Könnt ihr auch gerne ein bisschen länger machen. Wenn ihr damit noch ein bisschen Schwierigkeiten habt. Und ihr seht, ich kann immer wieder schön mit dem anderen Bein ausgleichen. Eine Sache ist mir besonders wichtig. Versucht, dass ihr euer Bein nicht hier hinten einhakt. Dann beschummelt ihr so ein bisschen. Das heißt, versucht, dass das linke oder rechte Bein immer von dem jeweiligen Bein, was auf dem Boden steht, weggeht in die andere Richtung. Okay? Das heißt, nicht einhaken. Bein geht immer weg. Okay, wir kommen zur Übung. Übung Nummer 3. Und zwar, wir gehen wieder aufs linke Bein. Und diesmal schauen wir ganz langsam einmal nach oben. Und wir schauen einmal nach unten. Wir schauen wieder langsam nach oben. Und nach unten. Nach unten. Oben und nach unten. Okay, wir wechseln wieder das Bein, rechtes Bein. Und immer wieder schön ausgleichen, auch kein Problem, wenn ihr mal umfallen solltet, fangt ihr einfach gerade, entweder ihr fangt nochmal an zu zählen oder ihr zählt einfach weiter. Geht es auch nicht darum, ob ihr das Ganze 10, 20 Sekunden macht, sondern wirklich, dass ihr die Übung auch regelmäßig macht, wenn ihr euch da wirklich verbessern möchtet. Das sind jetzt erstmal Einsteigerübungen, ganz klar. Und die Übungen werden natürlich immer schwieriger. Ja, das waren im Prinzip die drei Übungen, die es dazu gibt. Ich hoffe, euch hat es ganz Spaß gemacht. Beim nächsten Mal werden die Übungen dann noch etwas schwieriger. Wir werden dann auch die eine oder andere Übung mit dem Ball noch hinzufügen. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Gleichgewicht, ganz, ganz wichtiges Thema für den Tennisspieler, weil oft ist es eben so, gerade das Thema Gleichgewicht ist eben so ein limitierender Faktor im Tennis. Und wenn ihr dort eben euch verbessert, kann auch euer Tennisspiel besser werden. Deshalb solltet ihr diese Übung ruhig immer mal wieder noch mit in euer Training aufnehmen. Ja, ansonsten, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Denkt dran, bitte einen Daumen nach oben, würde mir wirklich sehr helfen. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Benni ist raus. Macht's gut, haut rein und ciao. Listen.
Übung Nummer 2. Ja, wir gehen wieder auf das linke Bein und die